Hallo, hier ist Tobias auf dem Corona-Server und mein Test und auch an anderen Stellen im Netz findet ihr mich oft unter Stokomi. Ich bin heute zu dem Punkt gegangen, wo wir das Projekt Mein Handy angefangen haben, die Zinnmine zu bauen. Ein Projekt, das auf dem Corona-Server immer zwischen Ende März und Ende April immer am Donnerstag 16 Uhr in einem Live-Event stattfindet. Heute geht es aber darum, euch zu zeigen, wie man bestimmte Dinge schützt. Das ist eine Frage, die immer wieder an mich gestellt wird. Wie könnte ich denn jetzt meinen eigenen Bereich schützen? Und wir haben hier, können Sie mal kurz angucken, eine Zinnmine, die entstanden ist. Und ich werde jetzt mal versuchen, diese Zinnmine, oder wir gehen vielleicht mal zum nächsten, das ist noch einfacher. Ich werde mal versuchen, diese Zinnmine hier, die wir hier gebaut haben, zu schützen. Dafür, das ist relativ simpel, man geht ins Inventar, sofern man die Rechte hat, diese Marker zu setzen. Das haben nicht alle, das müsstet eventuell, also üblicherweise sollten Gruppenbetreuer und Lehrer das haben. Manchmal auch andere, kann man hier auf Marker gehen und findet dann diesen Markerstein, mit dem man Dinge markieren kann und oder diese Markersäule und diesen Markerstein, mit dem kann ich anschließend den Bereich mir angucken, welche Bereiche schon mir gehören, falls ich den brauche. Ich habe mir beides schon ins Inventar geholt. Und setze jetzt einfach mal hier so eine Markersäule und die muss am besten im Rechteck gesetzt werden. Deswegen gehe ich jetzt hier mal ganz schön stringent immer geradeaus bis zum Ende des und setze zum Beispiel hier die nächste Säule. Und jetzt würde ich genauso gut hier wieder entsprechend immer schön geradeaus gehen, hier außen rum. Und gucken, dass ich dann meinetwegen hier die Säule setze und dann könnten wir hochgehen. Und ich würde dann an der, jetzt muss ich gucken, dass ich es möglichst auch oft in die Richtung genau dieses, den Punkt erwische. Das wäre dann sozusagen hier. Ich drehe es mal um, das ist leichter zu sehen. So, ich denke, hier müsste das sein. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich jetzt hier auf der rechte Maustaste draufklicken und kann sagen, das ist die Area. Ich nenne sie jetzt einfach mal Zinnmine 1. Und die ist jetzt nach oben 40 beschränkt. Ich glaube, das muss gar nicht sein. In dem Fall reichen 10 Blöcke nach oben. Aber es ist ja eine Mine, die nach unten geht. Ich würde sie lieber mal nach unten an der Stelle 40 Blöcke schützen. Und klicke jetzt hier auf Protect Area. Und jetzt sieht man, diese Area ist mir zugeordnet. Ja, die gehört jetzt mir. Da dürften jetzt andere nicht mehr bauen. Da darf nur noch ich bauen in diesem Bereich. Wenn man jetzt das ändern will und zum Beispiel Leute hinzufügen will, dann nimmt man sich diesen Stein. Ich setze ihn jetzt in meine beschützte Area, weil dann kann ihn auch nicht ohne weiteres jemand anders kaputt machen. Und dann klicke ich mit der rechten Maustaste drauf und dann sehe ich, das ist meine Area Zinnmine und ich könnte jetzt hier zum Beispiel jemand adden. Also ich tue mal meinen zweiten Namen dazu. Das ist, ich bin auch noch unter Tobi unterwegs, wenn ich weniger geschützt sein will. Und als Tobi füge ich das jetzt hinzu. Und dann bin ich damit fertig und kann jetzt hier rechte Maustaste gucken und stelle fest, dies gehört Stokrobi und hier sehe ich auch Further Owners ist Tobi. Und schon habe ich diesen Bereich geschützt. Andere können jetzt hier nicht mehr bauen. Wen diese roten Marker, diese Säulen stören, der kann natürlich einfach die auch in die Erde setzen und dann entsprechend zumachen. Ja, andererseits sieht man so, dass das Gebiet eben geschützt ist und jemand gehört. Und ihr habt gesehen, man kann damit möglich machen, dass mehrere bauen. Ja, das vielleicht soweit von mir. Mein Name Tobias, aka Stokromi. Und demnächst gibt es das nächste Event auf dem Corona-Server oder das nächste Video, How to Use Mind Test. Im Mindtest-Vlog von mir. Tschüss!